Hallöchen liebe Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 3. Ich war offscreen ein wenig tätig und habe Dimlets geöffnet. Ich habe immer noch kein Rarity 6 dabei, das regt mich so auf. Ich habe glaube ich mittlerweile, keine Ahnung, 15 Stacks von diesen Dimlet Parcels geöffnet und es war bisher immer noch kein Sechser dabei. Ich bin offscreen in Welten rumgeflogen und habe nichts gefunden. Null. Langsam bezweifle ich echt, dass es die überhaupt gibt. Immer wieder, noch wieder keins dabei. Okay, wenn wir die so nicht kriegen, müssen wir Plan B fahren. Ich habe nur die Möglichkeit, soweit ich das weiß, bitte, 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 bitte korrigiert mich, wenn ihr andere Infos habt, dass ich die entweder aus den Parsets kriege oder in den Welten finde. In den Welten hin und her zu fliegen, macht für mich wenig Sinn. Und aufgrund dessen habe ich hier etwas vorbereitet. Ich habe hier jetzt schon 2 Enderman Spawner drin sitzen und trotzdem bringt das nichts. Wir machen uns mal ein bisschen Platz hier im Inventar. So. Ich war Spawner gesammelt. Nein, warum geht das nicht? Das ist jetzt wieder typisch. Ach so. Ich weiß, warum das nicht geht. Voll Idiot. Ja. Lecco mio, ey. No wireless. Antiblock. Antiblock. Und dann brauche ich Soulwall mit Endermännern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, die erstmal weg hier, die runter. So, genau, dann müssen wir die Endermänner jetzt erstmal fangen. Das war doppelt gemoppelt. So, da haben wir 2. Hä, wo kommt der Antiblock? Ja, irgendwie weiß ich nicht. So, nächsten beiden. Das ist jetzt Enderman. So, noch 2. Die sind leer. Enderman. Achso. Erst. Was? Was bist du wohl hier? Noch schön, dass ihr euch jetzt auch noch anfangt, hier durch die Gegend zu porten. Enderman, Enderman, Enderman. Der ist leer. Enderman, Enderman, Enderman. Ein Enderman noch. Zack. Zack. So. Damit haben wir das. Dann brauchen wir die Spawner. Wobei wir können die gleich fertig droppen. Okay, das geht nicht. So, und gucken, der ist leer, der ist leer. Da ist einer drin, da ist einer drin. Der kommt da oben hin. So, Enderman. Ihr wollt mich doch jetzt echt ärgern, oder? Mann, hört auf! So, Monster-Spawner, der ist empty. Boah, die gehen mir so auf den Sack. So, empty. Monster-Spawner, Enderman, Monster-Spawner, Enderman. Und die nächsten, die mir auf den Sack gehen hier. Zack. Boah. So, Spawner, 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 leer, leer. So, jetzt räumen wir erstmal auf hier. Weg, weg, weg. Bleib da. Bleib da. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Leer. So, leer, leer und der letzte. So, weg, 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 weg. Die kommen unten in die Leiste. Zack. So. Die sollen dann hier platziert werden. Okay, ach, die spawnen dann schon. Muss ich hier Redstone on machen. So, dann kann der nicht im Ernst, oder? Achso, wegen dem. Mann. Okay, so, die Spawner stehen. Ich hoffe jetzt nur, dass der hier nicht zu hoch ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Könnten wir den von da drüben noch mitnehmen? Das machen wir auch. Und den nehmen wir auch mal mit. Zack. So, den klatschen wir dann noch hier unten drunter. Redstone Mode on. 20 Upgrades rein. So. Ich brauche Conduits. Redstone Conduits. Habe ich Redstone Conduits irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht in meiner Tasche. Oh, hat mir den Receiver aus der Tasche gehauen. Okay. Ich habe keine Redstone Conduits. Muss ich jetzt rüber. Nehmen wir unsere Taschen wieder hier rein. Einmal Home. Receiver Channel 5 müsste das sein. Ich habe keine Redstone Conduits mehr. Ich habe kein Conduit Binder mehr. So, das sollte reichen. Dann gehen wir wieder zurück zur Mob Farm. Gehen hier einmal runter. Und verkabeln das Ganze mal. Wrench. Da ist sie. So. Da muss ein Signal hin, da muss ein Signal hin, da muss einer hin, da muss einer hin, da muss einer hin, da muss einer hin und da muss einer hin. Die setzen wir alle auf Strong Signal. So, und da muss auch einer hin. Dann nehmen wir einmal unseren ne, so nicht. Einmal unseren Receiver. Super, das Glas kaputt geschlagen. Also ich habe das jedes Mal, wenn ich hier mit den Conduits hantiere, dass er mir hier das Laggen anfängt. Glas 1 von den weißen. So, gehen wir einmal aus mein Loch da, gucken, ob wir den noch an. Hat ein Signal, er scheint ein Signal drauf zu haben. Zumindest sind die jetzt gespawnt. Ja, okay, funktioniert. So, machen wir mal unser Löchlein hier ein wenig größer. Wenn ich mit meinem dicken Hintern da auch durchkomme. So, und dann brauchen wir hier Wireless, ja. Die Mob-Masher. Da habe ich schon mal welche gebaut. So. Tipp, tipp, tipp. Einmal raus und einmal nach unten. So, jetzt brauche ich nochmal wieder die Conduits, die 9 Stück. miteinander verbinden. Die Wrench. Jawohl. So. Können wir hier zumachen. Zack. Jetzt komme ich an alle Mob-Masher ran, nur in der Mitte nicht. Aber da kommen wir von oben gleich nochmal ran. So. Den machen wir so. Muss ich hier ein Strong Signal draufsetzen? So, mal gucken. Ein Stick. So, ein Hebel ran, damit die ganzen Mesher aktiv werden. Die drehen sich alle. Das ist gut. Jawohl, passt. Dazu. So, die Farm steht mit den 2, 4, 5, 6 Spawnern. Für die Spawner brauche ich noch Speed Upgrades. 45 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wobei einer ist voll. So, das heißt, wir kommen jetzt überall erstmal 8 rein. Der ist voll. Da kommen 8 rein, da kommen 8 rein, da kommen 8 rein, da kommen 8 rein, da kommen 8 rein. 93 von 128. Oh, hier fehlt. Okay. 98 von 128 Grid Power. Okay, wir gehen mal rüber. Einmal home. Was brauche ich denn für die Speed? Achso, für die Speed Upgrades. Speed brauche ich ja diese Base Upgrade. Genau, dafür brauche ich dann wieder mein Resonator. Dann brauche ich Gold. So rum. Machen wir mal 2 Stacks. So, lassen wir das mal durchlaufen hier. Dann brauche ich dann Gold und Redstone, jawohl. So, schmeißen wir rein, dann geht das ein wenig schneller. Nächsten beiden fertig und wieder 2. Ach Mist. Upgrade Base 3. Ich glaube, so langsam kommen wir dann auch an unsere Grenzen für die Grid Power. Müssen wir das mal aufstocken eventuell. Aber das ist was ich ganz gemütlich offscreen machen kann. So, das lassen wir durchlaufen. Ich denke mal, das reicht. So, ich brauche noch Add Mob. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Sharpness. Da brauche ich dann 60... Nee, gar nicht. 90 Stück. So, und von den... Den brauche ich nicht. Looting. Gehen auch maximal 10 rein. Habe ich die im Auto-Crafting? Nein, die habe ich nicht im Auto-Crafting. Looting. Dann machen wir uns die mal ins Auto-Crafting. Looting. So, habe ich die da mit reingemacht. Die habe ich da mit reingemacht. Zack. So, die 90 sind fertig. Die sind auch fertig. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den bauen wir mal ab hier. Und schmeißen den weg. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. So, dann gehen wir wieder rüber zum Mob-Farm und sehen mal zu, dass das Teil zum Laufen kommt. So. So, 16. Ich komme nicht mit der Grid Power hin. 13, 16, 25, 27. Einen lassen wir uns über. Ist dann halt so. So. Oh, nicht zu tief. So, halt, so, 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 zack und zack. So, damit werden die voll ausgerüstet. Jetzt müssen wir uns im Prinzip nur noch darum kümmern, dass der Rotz auch eingesammelt wird. Und das machen wir ganz einfach, indem wir einfach unsere Kiste hier abbauen. Und die hier in die Mitte stellen. Das müsste eigentlich passen von der Range her. Zack. Ups, dann sollte das klappen. Gut, dann schmeißen wir das ganze Teil mal an. Und schauen mal, was dabei rauskommt. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das sieht sogar recht gut aus. Da bin ich zufrieden mit, das reicht. So, machen wir hier oben noch einen Deckel drauf, würde ich sagen. Hau ab. Und dann war's das auch für heute. Ups. Blöcke. Das weiß ich nur nicht, wenn ich hier einen Deckel drauf mache. Ich glaube, ich muss das nochmal 2, 3 Blöcke hochziehen. Das mache ich, ja doch, das mache ich lieber. Bevor mir das Ganze hier nämlich unter den Füßen wegbricht. Okay, aber dann würde ich sagen, ich mache hier Schluss. Das kann ich offscreen fertig machen. Ich habe mir schon wieder das Glas kaputt gehauen. Unsere XXL Enderman Farm läuft. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich damit die benötigten Dimlets zusammenkriege. Ganz ehrlich, wenn es da jetzt nicht bei rauskommt, dann gebe ich es auf. Dann gebe ich es echt auf. Weil was sollte ich dann noch mehr machen? Oder ich bin einfach zu blöd dazu. Okay, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr wisst Bescheid. Tipps, Tricks, Anregungen. Wenn ihr euch was wünscht, was ich bauen soll, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Jetzt heißt Sky Factory mit eurem Bullgaming. Bis dahin. Ciao, ciao.